Ich glaube, ich weiß, was du gemeint haben könntest. Liebe Sophie, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und für dieses Spiel braucht man eine perfekt symbiotische Verbindung. Und ProSieben schickt als GegnerInnen ein knallhartes Duo ins Rennen. Hier sind Annemarie und Wayne Carpendale. Hallo. Hallo, die Dame ist hier. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt. Wie sieht das bei euch aus? Versteht ihr euch blind und perfekt? Immer. Sagst also, du. Also ohne viel Worte, aber dass wir immer das Gleiche denken, was der andere denkt, das wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, wir haben einen riesen Nachteil durch 15 Jahre Beziehung. Ne? Also ich glaube... Wir haben auch 15 zusammen. Jahre ja, aber anders. Ja. Also intensiver? Ich weiß es ja nicht. Ja, also, nicht auf der Ebene, glaube ich. Die Frage ist ja noch, ob man sich dann noch so zuhört. Aber das werden wir heute sehen. Ja. Ihr werdet es heute herausfinden, weil es geht gar nicht um viele Worte, sondern es geht darum, dass man sich mit einem einzigen Wort perfekt versteht. Stellt euch schon mal... Gar nicht. Und da habt ihr schon die Schwachstelle erkannt, die steht hier. So, stellt euch mal hinter die Spielepulte. Auch das schaffst du, Anne. Das weiß ich ganz genau. Also, ich erkläre euch die Regeln an einem Beispiel. Und zwar gehen zwei von euch, zum Beispiel Klaas und Annemarie, hinter unsere Wand und setzen Kopfhörer auf. Dann passiert Folgendes. Dann bekommen Joko und Klaas 7 Gegenstände präsentiert. Dann müsst ihr euch von diesen 7 Gegenständen 2 rauspicken, die ihr meint, mit nur einem Wort so beschreiben zu können, dass eure Teampartnerin oder euer Teampartner das erkennt. Das Ganze geht auf Schnelligkeit. Wer zuerst glaubt, die perfekte Kombi zu haben, also aus 2 Gegenständen und einem Wort, haut auf den Buzzer. Wer geht aus den Teams als erstes hinter die Wand? Soll ich? 7 Runden. Gehst du weg? Du gehst weg. Klaas geht weg und Wayne geht weg. Komm mal mit. Setz die Kopfhörer bitte auf. Das Team, das als erstes buzzert und wenn der Teampartner dann diese beiden Gegenstände anhand eines Wortes erkennt, gibt es 3 Punkte. Liegt er allerdings nicht richtig und ist das falsch, was er sagt, hat das gegnerische Team die Chance, weiterzuspielen, aber bekommt dann nur 1 Punkt, weil ihr dann natürlich in diesem Fall längere Zeit hättet. Gut, das sind die ersten 7 Gegenstände in diesem Spiel. Guckt es euch genau an und wenn ihr wisst, was ihr tun wollt, buzzert. 2 Gegenstände, ein Wort. Hä, und was muss ich dann danach machen? Dann musst du das Wort sagen. Also darf ich jetzt schon? Ja, wenn du willst. Okay, warte. Hau doch auf. Senior Prosiette. Okay. Also, mal schauen, ob Anne das verstanden hat. Du hast dir 2 Gegenstände rausgesucht. Mhm. Welche? Sag mir die Nummern. 6 und 2. 6 und 2. Und was wäre das Wort? Trinken. Trinken. 6 und 2 und trinken. Jetzt hole ich Wayne. Es wird nichts mehr gesagt. Weder von Joko noch von Annemarie, es gibt nur ein einziges Wort, das du jetzt hörst und du musst die beiden Gegenstände, die dieses eine Wort von deiner Frau umschreiben soll, erkennen. Ich sag das Wort, trinken. Mhm. Bleib hier stehen, sag mir nur die Nummern. Also auf jeden Fall die 6 und ich würde sagen die 2. Und das ist richtig, die 6 und die 2. 3 Punkte gibt's dafür. Gut. So, oder? Jetzt habe ich verstanden. Danke. So, es hat geklappt. Die beiden haben es geschafft. Wayne bleibt hinten. Joko geht dazu. Ich komme zu dir, Wayne. Klaas kommt hier an das Spielepult. Ach so, ich muss jetzt gar nicht mehr raten. Jetzt musst du nicht raten. Jetzt musst du 2 Gegenstände finden, ein Wort, um die zu umschreiben. Und dann geben wir das Wort an Joko weiter und sind gespannt, was er daraus macht. Also, 7 Gegenstände und bitteschön. Oh mein Gott. Joko und Klaas. Schiffscontainer. Schiffscontainer und welche beiden? P und R. Schiffscontainer P und R? Ja. Also 1 und 7. Okay. Genau. Wunderbar. Dann sind wir mal gespannt, was passiert. Nur das eine Wort darfst du sagen. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob er es weiß. Also wenn er es weiß... Leise, leise, nichts mehr sagen. Nichts mehr sagen, Klaas. Anne ebenfalls nicht. Joko. Ich hätte jetzt so eine gute 2 Gegenstände, ein Wort. Und das kommt jetzt von Klaas und es lautet...
Schiffscontainer. Welche Gegenstände? Keine Zeichen machen. Achso, ich meine nichts. Ich wollte nur gucken, wie er guckt oder so. Nee, darf ich auch nicht. Wie immer. Ah, fuck. Also auf jeden Fall die 5. Okay, und? Die 7. Und das ist falsch. Shit. Stellt sich zu Klaas, wir lösen das gleich auf. Ihr habt die Chance, noch einen Punkt zu machen. Anne, sag mir das Wort und die beiden Gegenstände. Ich würde sagen 4 und 3 und spiegelbar. 4 und 3 und spiegelbar. Okay. So, jetzt hole ich dich. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber... Entschuldige. Wayne, deine Frau hat ein Wort gefunden. 2 Gegenstände. Sie sagt es dir für einen Punkt, um weiter von dann zu ziehen. Sag es bitte, Anne. Spiegelbar. Da würde ich sagen, die 3 und die 4. Und das ist absolut richtig. Sehr gut. Wow. Sehr gut. Einen Punkt. 4-0. So, und jetzt kannst du ihm kurz erklären, was du meintest. Genau. Ich weiß, was du meinst. Nee, ja, genau. Ja, normalerweise. Du weißt es? Ich weiß es. Ja, was hättest du gesagt? Ich hätte gesagt P und R, logischerweise. P und R, genau. Es gibt hier die Straße runter eine Firma, die ist wahnsinnig unseriös und ist sensationell auch in der Öffentlichkeit aufgeflogen, dass die ein illegales System da offenbar am Laufen hatten. Und die hat Schiffscontainer vermietet und verliest. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass du die kennst. Und ich bin einfach nur hingegangen und dachte, Schiffscontainer fängt mit S an und hört mit R auf. Deswegen habe ich 5 und 7 gewählt. Ja, das ist natürlich, das ist gut. Auch smart. So, auch smart. Auch smart hat nichts gebracht in diesem Fall. 4-0. Genau so, oder? Sehr gut. 4-0. Warte, du bleibst. Du bleibst in der Kombi. Wenn das ausnahmsweise funktioniert. Anne bleibt hier stehen. Wayne geht wieder nach hinten. Klaas geht zu Wayne. Kopfhörer bitte auf. 7 Gegenstände. Weißt du, was mein Problem ist? Ich bin null fit. Ich musste in die Sendung laufen. Mein Gehirn ist noch so im Modus von, wann legen wir uns denn jetzt hin, weil ich schon so eine körperliche Anstrengung hinter mir... Ja, lass anfangen. Ich hatte kurz vergessen, dass uns Menschen zuhören. Ich dachte, wir unterhalten das privat. Aber dann hätte ich auch gesagt, trotzdem fangen an. Gut, 7 Gegenstände, los geht's. Ist das da links? Bürste. Nee, das da. Ganz links. Das benutze ich nicht so häufig. Wer zuerst hat, buzzern. Senior. Okay, Anne. Welche Gegenstände, welches Wort? 2 und 3 und ich würde sagen Wange. 2 und 3, Wange. Ja, aber mein Mann das weiß. Egal. Komm bitte mit, Wayne. Ein Wort. Nicht so leicht, Schatz. Tut mir leid. So, das Wort lautet... Also erstmal wüsste... Ja gut, bei der Hälfte der Dinge weiß ich gar nicht, was es ist. Ja, okay. Ich leider auch nicht. Aber sag mal. Wange. Also Wange kann man sich auf jeden Fall rasieren. Was links, das sieht eher nach einem Sexspielzeug aus, als nach irgendwas aus dem Bad. Aber ich... Na ja, gut, muss Mascara oder sowas, oder? Nee, du darfst gar nicht. Das andere ist Augen, das andere ist Lippen. Dann, ich denke mal, es ist kein Rasierpinsel, aber es ist ein Pinsel. Und ja, also 2 und 3 könnten auch für die Wange sein, 1 wiederum nicht. Also 2, 3, 6 wäre für mich Wange. Entscheide dich. Ich sag 2, 3. Du sagst 2, 3 und das stimmt. Wow. Boah, da hab ich aber 3 Punkte dazu. Ey, Wahnsinn. Ja, ich also, hab ein Déjà-vu. Das letzte Mal, als wir hier waren, lagen wir echt vorne nach 3 Runden. Ja, möchtest dann hat ihr uns möchtest du hier bleiben mit Kopfhörer auf? Willst du nichts sehen? Das ist wirklich, das ist okay. Eine Nummer zu. Joko, dein Teampartner ist relativ frustriert und bleibt hinten einfach stehen mit Kopfhörer auf. Ja, super, gesagt. Natürlich. Gut. Also es steht 7-0. Ne? Wir spielen 7 Runden. Das heißt, wenn ihr jetzt wieder zuerst buzzert und wieder ratet, seid ihr bei 10. Das könnt ihr dann gar nicht mehr aufholen, Joko. Ja, das sagst du. Seid ihr bereit? Bereit. Yes. Gut, hier sind die nächsten 7 Gegenstände. Und los geht's. Sag mal, geht's noch? Die habe ich persönlich gesammelt. Das ist kein Witz. Persönlich gesammelt draußen auf der Außenfläche. Geschrubbt. Gebadet und Namen gegeben. Joko und Klaas! Cool. Joko? Ja, ich habe nur gesehen, dass du zurückrennst zum Buzzer und ich musste ja buzzern. Okay, sag mir, welche Gegenstände, welches Wort? Flach. Flach, sagst du. Welche Gegenstände?
Und das wäre dann 2 und 5. 2 und 5 und flach. Gut. Deswegen bin ich hier hingegangen, weil das die Perspektive ist von denen, weißt du? Ja, ich war gerade noch, ich war mir unsicher, ich wollte noch... Was am flachsten von hier aussieht, weil, hey, hey, hey! Nichts mehr gesagt jetzt. Zurück, bitte. Zurück, Joko. Zurück. Ah, nee, zurück. Ah, du bist schon da. Ja, natürlich, deswegen meine ich ja. Ja, wir haben ja nur also, Klaas, stell dich hier in die Mitte. Das sind die 7 Gegenstände. 2 Gegenstände musst du rauspicken. Das Wort kommt von Joko und es lautet... Flach. Ja. 5 und 2. 5 und 2, das ist richtig. Sehr gut. 3 Punkte für Joko und Klaas, damit 3 zu 7. Da muss ich sagen. Ich wollte noch weiß sagen, aber ich war mir unsicher, ob der, weil die 2 und die 1 weiß sind. Aber Sie haben es mal geschafft. Jetzt wollt ihr noch mal tauschen oder wollt ihr so bleiben? Ganz verstanden, du kannst hingehen. Ich fühle mich sehr wohl hier hinten. Und du gehst wieder nach hinten? Ja, also Joko ist jetzt ganz glücklich, weil er gerade das Spiel gecheckt hat. Ich habe das Spiel gerade verstanden. Soll ich noch mal nach hinten? Ja, Schatz. Ja, okay, da wäre ich natürlich auch extrem stolz drauf, wenn ich das jetzt verstehen würde in der 5. Runde. Gut, ready? Ach, oh, scheiße. 7 Gegenstände. Joko und Klaas! Joko, welche Gegenstände, welches Wort? Ich würde die Sprachen nehmen und mich für 5 und 6 entscheiden und sagen, das sind die einzigen beiden, in denen auch Englisch gesprochen wird. In Kanada auch noch Französisch? Ja, genau, aber ich brauche ein Wort. Ich brauche Englischsprachig. Englischsprachig. Nimmst du den Kopfhörer direkt mit? Was? Also, willst du ja, ich halte ihn so lang. Gut, ein Wort, 7 Gegenstände. Dein unfassbar smarter Teampartner hat ein Wort für dich, das lautet... Englischsprachig. Englischsprachig? Ja, dann ist es 5 und 6, also Kanada und... Richtig, 3 Punkte. Damit verkürzen die beiden auf 7 zu 6, okay, und es bleibt weiter entspannt. Nochmal Punkte gemacht. Bleibt ihr immer noch hier hinten? Ja, oder? Hä? Du auch, Klaas? Ja, einmal probier ich's noch. Just never change a team that sometimes wins. Okay, sehr gut. Sagt man doch. Gut, dann stell dich da auch wieder hin. Wohin? Und wir kommen zu den... Ich hätte sogar noch eine zweite Lösung gehabt. Ich möchte nicht angeben, aber ich hätte noch eine zweite Lösung gehabt. Ja? Ja. 7 Gegenstände, los geht's. What? Geht's noch? What? Also wenn ihr es nicht lesen könnt, könnt ihr den Ticken näher rangehen. Senior Prosiette. Okay. Welche beiden Gegenstände, welches Wort? 2 und 7, Baumhaus. 2 und 7, Baumhaus. Oh. Wow. Ja, etwas anderes ist mir nicht eingefallen, aber... Wow. Okay, Wayne kommt mit. Wäre das Matchpoint? So, das wäre Matchpoint, wenn du das jetzt errätst. Dann gewinnen Anne und Wayne für ProSieben. So, das Wort lautet... Baumhaus. What the... Okay. Wie so ein Tiefling. Oh ja, gar nicht so schlecht, meine Frau. Sag mal, was glaubst du? Ich nehme mal den Baum vom Drachenbaum und das Haus von der Wurz. Nehmen die 2 und die 7. Und das ist absolut richtig. Hey. Boah. Damit gewinnt ihr dieses Spiel. Wow. Also, Anne, das war richtig, richtig gut. Ey, super gemacht. Super gemacht. Also, das war wirklich gut. Also das war sehr, sehr, sehr smart. Ihr müsst noch mal wiederkommen, dann werden wir das ein für alle Mal lösen. Jetzt steht es 1-1, wenn ihr so wollt. Ja. Es geht weiter. Die Erfolgsstory geht irgendwann weiter. Also, das ist eine perfekt symbiotische, großartig anzusehende Verbindung zwischen Anne und Wayne KMD. Vielen Dank, dass ihr da wart. Alles Gute. Danke euch. Riesen Applaus nochmal. Toll gemacht.